So, hallo meine Freunde und willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Kurzer Hintergrund dazu vielleicht. Es gibt ein Spiel mit dem Thema Insel, bei dem ich auf Dauer prächtig versage. Das nennt sich The Witness. Und es gibt zum Beispiel auch ein schönes Spiel, so ein Indie-Spiel, wo man mit Zeitmanipulation arbeiten muss. Das nennt sich Braid. Da komme ich auch nicht weit. Deshalb wird man diese beiden Spiele nicht auf meinem Kanal finden. Jedenfalls nicht in aller Ausführlichkeit. Und da habe ich gedacht, kombiniere ich doch mal beides, damit ich hier schön zum Vollversager werden kann. Und da haben wir The Gardens Between. Ja, also da geht es um irgendwie schöne Umgebungen auf Inseln. Jetzt deutet sich hier noch nichts Richtung Insel an. Aber auf jeden Fall muss man da auch so an der Zeit drehen und die Rätsel lösen. Ist aber auch ein kleines, schön gemachtes, emotionales Spiel. Soll gar nicht so lang sein, aber das hat mich noch nie davon abgehalten, ein längeres Let's Play dazu zu machen. Und um es jetzt mal ein bisschen abzumildern, ich glaube, so schlimm wird es auch gar nicht. Also in Reviews war zu lesen, das ist noch alles zu schaffen. Aber wir warten trotzdem auf die berühmte Stelle, wo ich dann mich wieder aufhänge. Und ich möchte kurz aus der Steam-Beschreibung vorlesen, denn die ist auch sehr schön. Und zwar steht da als, ja, Inhaltsangabe sozusagen: Die besten Freunde Arina und Frend, das klingt für mich im Übrigen so skandinavisch, fallen in eine Reihe bunter, traumartiger Inselgärten voller Gegenstände aus ihrer Kindheit. Zusammen gehen sie auf ein emotionales Abenteuer, auf dem sie die Wichtigkeit ihrer Freundschaft entdecken. Ihre Erinnerungen, was sie loslassen mussten und was sie nie hätten zurücklassen sollen. Die Freunde sind verloren in einer geheimnisvollen Welt, in der Ursache und Wirkung nicht immer Sinn machen und die Zeit in alle Richtungen verfliegt. Manipuliere die Zeit, um Rätsel zu lösen und die Spitze jeder Insel zu erreichen. Erlebe mit dem Duo einige ihrer wichtigsten gemeinsamen Momente. Lasse Konstellationen erstrahlen und entdecke eine bittersüße Geschichte. Ich bin sehr gespannt. Ich gehe mal auf Start. Ich habe alle Einstellungen getroffen. Folgen und Anhören ist sowas wie Social Media. Nur zur Erklärung, da gehe ich jetzt nicht rauf. Ja, es geht also um eine Freundschaft von zwei, ich würde mal sagen, Jugendlichen. So 12, 13, 14 Jahre könnten die alt sein, aber das sehen wir gleich. Und es sieht wunderschön aus. Man sieht ja hier schon, wo die Grafik hingeht. Und die Inseln sollen wohl auch sehr schön sein. Und ja, da sind viel Retro-Objekte eingearbeitet, sage ich mal so. Es geht los. Okay, vielleicht sind sie auch 15, 16. Und ich glaube, es wird in dem Spiel wahrscheinlich nicht gesprochen. Aha, da haben wir schon die Zeitgeschichte. Oh, jetzt geht sie rückwärts. Aha, das ist schon... Obwohl, das Spiel soll ja keine Tutorials haben. Sonst hätte ich gesagt, das ist schon so eine Art Tutorial. Okay, jetzt haben sie so eine Zeitblase berührt. Und werden wahrscheinlich in ihre Vergangenheit zurückgeworfen. Schon mal sehr schick gemacht. Wobei mir das Ladesymbol jetzt gerade mal nicht so gefällt. Aber der Rest ist schön. So. Damit landen wir wohl auf der ersten Insel. Hier sind, ich nenne es mal Umzugskartons. Sehe ich. Da ist das Baumhaus. Genau. Und hier, ich spiele es mit einem 360-Controller. Obwohl die Abbildung eher so sieht aus wie ein... PlayStation Pad, ne? Also Sony. Okay, ich soll nach rechts drücken. Damit bewege ich die Zeit. Kann ich es auch... Ah, nach links geht's rückwärts. So, gucke mal. Ich gucke einfach mal, was passiert. Also, die rappeln sich da jetzt erstmal auf. Hier fallen noch die Kartons. Ah, das ist ja jetzt schon echt schön. Hier kommt so ein Flieger raus und ein Tennisball sieht man da auch. Okay, zurück kann ich es auch drehen. Das bringt man mir jetzt bei. Also insofern haben wir doch ein Tutorial. Wenn auch nur ein kurzes. Okay. Wie weit kann ich zurück, ist die Frage. Oh. Aber richtig weit zurück. Ah ja, es sind Umzugskartons. Da steht Badezimmer drauf auf dem einen. Oh, jetzt bin ich ganz zurück. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich dieses Zeitdingens da irgendwie
habe ich was damit gemacht. Also man hat es ja gerade schon gesehen beim Controller, ist, oder man hat es eigentlich noch nicht gesehen. Es gibt nicht viel. Es gibt Zeit vor und zurück und es gibt eine Aktionstaste. So, okay. So, das ist hier Maximum, was ich jetzt zurückgehen kann. Gerade konnte ich weiter zurück. Na gut, dann gehen wir mal vor. Kommt auch noch ein Ball runtergefallen. Okay. Das ist schon cool. Arinas Zimmer. Wer ist denn Arina? Die kam noch nicht. Ach doch, das war sie ja. Gut, dass ich meinen Second Screen offen habe. Ich hatte es ja schon vorgelesen. Arina und Friend. Also Arina wird ja wohl sie sein. Sie hat den Flieger. Kann man da nochmal anderweitig reingucken? Das kam doch am Anfang so gefallen. Nee. Doch, vielleicht. Nicht mehr so wie am Anfang. Okay, ich lasse sie mal laufen. Man fragt sich halt, was kann man da groß an Rätseln einbauen? Oh, jetzt finden sie was. Nee, er guckt sich was an. Ein Würfel oder was das war. Kennt man das? Mir sagt es jetzt nichts. Aber da werden Leute wie ich und vielleicht auch noch Jüngere als ich so einige Sachen aus der Kindheit wiederfinden. Wahrscheinlich. Was ist denn Lounge Room? Was ist denn, na, Lounge, eine Lounge halt, ne, so Wohnzimmer oder was? Ne, Wohnzimmer ist Living Room, aber sowas ähnliches. So, genau, Badezimmer und Lounge. So, das ist, aha, hier kann ich interagieren. Das ist genau die zweite Taste, die noch funktioniert in diesem Spiel und mehr muss ich schon gar nicht wissen. Wenn ich dran vorbeilaufe, werde ich wohl irgendwann nicht mehr interagieren können, dann mache ich das mal jetzt. Aha, nennen wir das mal Laterne. Ach guck, da, wenn ich die Zeit zurückdrehe, halte ich die trotzdem noch. Okay. Weil es muss ja irgendein Element geben, was die Zeit übersteht. Sonst würde ich ja alles wieder zurückdrehen, was ich erreicht habe. Ich kann jetzt auch nicht mehr interagieren. Also ich kann es nicht zurücklegen. Ich denke mal, ich muss dann... Was steht da oben? Da unten. This way up. Okay. Ja, hier sollte man wirklich auch schön auf alles achten. Wo ich ja leider nicht so gut drin bin in Spielen. Aber ich probiere es mal hier. Und ich hoffe, ich denke dran. Also da hinten sehe ich noch zwei große Kisten. Dann sind da so Felsformationen. Und da hinten ist der Umzugslaster, ne? Rental Van. Sprich, vielleicht mussten sie in ihrer Kindheit irgendwie umziehen. Oder haben sich erst getroffen dadurch, dass einer... Ach, guck mal, sie halten sich ja bei der Hand. Sehe ich ja jetzt erst. Ach, schön. Dadurch, dass einer zu dem anderen hingezogen ist, haben sie sich kennengelernt oder so. Aber ich könnte viel reininterpretieren, was dann vielleicht nicht stimmt. Auch dieser Baum, der so ein bisschen an Bonsai erinnert. Sieht sehr schön aus. Okay, dann setze ich wohl jetzt hier die Laterne ein. Ich muss wirklich die ganze Zeit... Kann ich nochmal interagieren? So. Wurde mir jetzt nicht angezeigt, aber sieht man ein bisschen an diesen Strichen. Ah, da war die Willkommensmatte. Die habe ich gerade noch entdeckt. Oh. Okay. Das war jetzt der Level, der vielleicht... Arinas Zimmer heißt, keine Ahnung. Obwohl das ja nur ein Karton von mehreren war, aber vielleicht sollte das ihr Zimmer repräsentieren. So, ich guck mal, wie weit ich zurück kann. Das scheint immer der Start zu sein. Weiter als so kann ich nicht zurück. Also das sind alles super Screenshots oder Desktop-Hintergründe oder so, ne? Das sieht ja jetzt schon super aus. Guck mal, das ist immer noch, sieht immer noch aus wie das Baumhaus. Diesmal angeleint und im Wasser. Okay. Sonst kann ich aber an nichts ranzoomen oder so. Aber das wird schon reichen. Da oben ist ein Briefkasten, auch sehr schön. Hier fliegt ein Blatt im Vordergrund rum. So. Ach, sie hat schon eine Laterne? Oder muss die noch vielleicht aktiviert und gefüllt werden? Was haben wir denn hier? Hier haben wir diese... Das sieht so aus wie asiatische Lampignons, ne? Und wo ich schon Bonsai gesagt habe, passt ja zu dem Stil mit den... mit dem Bäumchen hier. Okay, ich muss gut drauf achten, wann ich interagieren kann. Das sieht man aber eigentlich ganz gut. Also da auf der rechten Seite, immer wenn so ein Kreis angedeutet ist, ne, dann kann man was machen. Ne, hier kann ich auch was machen. Guck mal einer an. Okay, kann ich was anzünden oder so? Aktivieren. Ah. Aha. Ah, okay. Ich habe das aktiviert. Jetzt kann ich wahrscheinlich hier... Oh, hat's ja automatisch gemacht. Hab gar nichts gedrückt. Ja, kann ich die Laterne befeuern, sage ich mal. Und dann kann ich hier vorne Licht machen. Okay, jetzt wird wohl eine Brücke rauskommen. Eine Lichtbrücke ist ja wie bei Portal. Jetzt ist allerdings mein Licht weg. Jetzt ist sie gerade automatisch gelaufen. Jetzt steht sie wieder.
Muss ich mir ein neues Licht sammeln? So. Okay, das fliegt immer automatisch in meine Laterne rein. Aber was passiert denn jetzt hier? Springt sie? Ja, okay. Okay, da wird das nächste aktiviert. So, wieder ein bisschen gucken. Hier unten steht Küche. Ja, da sind so schöne Kopfhörer aus den 80ern, sage ich mal. Ich deute es zumindest so, weil sie noch sehr simpel aussehen. Die gibt es natürlich auch heute noch so. Aber in den 80ern ging das eigentlich los mit dem etwas kompakteren, was man sich auf den Kopf setzen konnte. Also erst noch mit Bügel und ich weiß gar nicht, ab wann es so In-Ears gab. Es ging vielleicht auch erst in den 90ern los mit den In-Ears. Ehrlich gesagt, das ist jetzt mal meine Meinung, finde ich es ziemlich nervig, dass die heutzutage wieder immer größer werden. Alle tun so von wegen, ja, da ist aber der Sound besser und so. Alle tun so, als wären sie Musikexperten. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen albern, wenn sie jetzt alle wie Mickey-Mäuse rumlaufen mit ihren riesen Kopfhörern. Also ich finde, In-Ears sind schon eine gute Erfindung gewesen. Aber alles das ist immer noch besser, als wenn man in den öffentlichen Verkehrsmitteln unbedingt sein Handy laut schalten muss, damit jeder mithören kann. Vielen Dank. So, da unten links haben wir aber eine Kassette. Und das ist eher so eindeutig, naja, obwohl das ist auch noch 90er. Ich würde sagen, das ist so, vielleicht, es umfasst beide Dekaden, sagen wir mal so. Wenn jetzt hier die, obwohl, CD kam ja Ende 80er, dann wurde so populär. Vielleicht eher noch so Ende 80er, Mitte Ende 80er, sage ich mal. Was ist denn das da drüber? Das ist der Walkman, könnte das sein. Ich geh nochmal zurück, so kann man es nicht besser sehen. Also, was haben wir dann noch? Oh, ja, das hatte ich ja schon. Also, Walkman, würde ich sagen, ist in der Kiste drin. Und das andere, da kann ich nicht deuten. Könnte ein Stofftier sein oder sowas, was da schwimmt. Mit Geweih. Oder ein... Also, Stofftier auf jeden Fall. Vielleicht auch so ein... Bison hat kein Geweih. Von der Körperform her sieht es aus wie ein Bison. Vom Geweih her natürlich eher Hirsch. Oder wenn es skandinavisch ist, vielleicht Rentier. Oder Elch oder sowas. Okay. Gut, dann gehen wir mal weiter. Jetzt habe ich hier... Achso, stimmt. Ich kann ja neu klöppeln hier. Achtung. Da ist wieder die Willkommensmatte. Kann ich nicht. Hier tut sich nichts. Oh. Wie blöd. Okay, jetzt kann er was machen. Ach, nur er kann dagegen hauen? Oder was? Ich weiß gar nicht, wer hat denn vorher gehauen? Ich gehe wieder zurück und sammle mir das nochmal ein. Moment, da ist doch jetzt gar nichts. Oder? Nee. Moment. Was ändert sich, wenn er dagegen haut? Die öffnet sich. Aber war das nicht vorher schon? Ich gehe nochmal zurück. Ich glaube, das sammle ich jetzt ein. Nee, da geht gar nichts. Kann er hier was machen? Hä? Oder sammle ich das jetzt da hinten wieder ein? Ach Moment, er muss das aus... Nee, er muss die zumachen, damit sie mir das nicht klaut. Okay. Böse Pflanze. Böse Pflanze. Achtung. Jetzt verstehe ich das. Sie hat mir das ja weggenommen. Ah, also den ganzen Weg zurück. Ist aber schon lustig, wie die so laufen und mit dem Zeitverdrehen so einsammeln. Hier rüber und jetzt passiert nichts. Okay, also er ist mehr so für die Aktionen zuständig und sie fürs Licht. Scheint so zu sein. Jetzt könnte er nochmal hauen, aber wozu? Ich habe ja alles, ne? Okay, haben wir hier noch was ich übersehen habe? So im Hintergrund vielleicht nochmal was Schönes? Nö, ich glaube nicht. Ansonsten, ihr habt es gesehen, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich gebe mir ganz doll Mühe, nichts zu übersehen. Jetzt trete ich auch auf die Willkommensmatte. Da hinten ist wieder der Umzugslaster. Ja. So. Kurz mal aktiviert. Das war Level 2. Es soll hier übrigens auch Secrets geben. Kann ich mir bisher kaum vorstellen. Aha, da geht eine Tür auf. Und selbst wenn, die Secrets würde ich nicht finden. Okay, so. Wobei für so ein Modellflugzeug ist man dann mit 15, 16 doch zu alt. Also würde ich eher 12, 13 sagen. Kann ich hier was... Oh, hier kann ich auch was drehen. Oh. Oh, guck mal, wenn ich zurückgehe, dann fügt sich das alles zusammen. Ich gehe mal nach vorne.
auch. In welche Richtung entscheide ich mich jetzt? Ich mach mal nach vorne. Es muss ja vorangehen. So, das ist jetzt ein Sternbild. Jetzt verstehe ich natürlich auch den, das Speichersymbol. Da sieht man's. Hätte ich hier verschiedene Wege gehen können? Ich kann wieder zurück. Was ist, wenn ich hier rein... Das waren die ersten beiden Levels. Wenn ich hier reingehe, starte ich dann von vorne? Ich fürchte ja schon. Ich wollte die andere Möglichkeit nochmal sehen. Vielleicht heißt es nur, dass man ein Level zurückgehen kann. Ich möchte auch mal sehen, ob ich mit Start, okay, fortsetze, zur Karte zurückkehren. Also ich spiele das jetzt nicht nochmal alles. Auf jeden Fall verlassen. Ich soll nochmal bestätigen, okay. Ja, das Level hatte ich ja. Aber... Ach, ich kann auch hier hoch. Gucke mal. Kann ich aber... Doch, ich kann reingehen? Was bedeutet das? Habe ich jetzt das Bild wieder? Ja, okay. Dann gehe ich jetzt mal rückwärts. Möchte mal wissen, was da passiert. So. So. Oder ist es egal, in welche Richtung? Hab mir jetzt natürlich nicht gemerkt, ob es das gleiche Sternbild war. Ich sehe keinen Unterschied. Ich gucke ihn mir mal in den... in der Pause an, zwischen den beiden Folgen. Oder hier schreibt es mir gleich einer ganz entzürnt, du hast das und das übersehen. Aber dann ist es eh zu spät, weil man ja ein bisschen im Voraus aufnimmt, sage ich mal. Hat bei mir zwar noch nie jemand nachgefragt, aber meine Sessions sind relativ zeitnah eigentlich immer, aber so eine Woche mindestens braucht man schon für eine Aufnahme. Also für einen Vorlauf. Huch. So, da haben wir einen Gartenschlauch, ganz eindeutig. Und kann ich da hochgehen? Nein, ich kann nur hier reingehen. Okay, also so ein großer Knubbel mit Sternbild besteht offensichtlich immer aus zwei Inseln, denke ich mal. Was haben wir im Hintergrund? Wieder Steine und vielleicht einen kaputten Steg oder so. Zurück geht's wieder nicht. Aber hier hätten wir wieder Screenshot-Material. So, wir kommen immer mit diesem... Baumhaus an, was so ein bisschen zum Hausboot geworden ist, sage ich mal. Okay, da links ist der Gartenschlauch. Wäre cool, wenn man den aktiviert und wenn es dann so ein Brunnen wird. Was haben wir noch? Wir haben da ein Handtuch, was ein bisschen oll aussieht. Was hüpft denn da? Seht ihr das? Da hinter dem Lattenzaun, ne? Da hüpft was. Okay. Oh, oh. Warum hüpfte das? Ist da was drin, was hüpft? Mal, sieht aus, als wenn es Beine hätte. Eine lebendige Kiste. Okay, er guckt sich das noch an und bleibt deshalb ein Stück zurück. Ich laufe hier schon über den Steg. Brücke kann man das nicht nennen. Da ist der Gartenschlauch, der aufgedreht werden kann. Also die Quelle. Ah, guck mal, da hängt eine Taucherbrille. Okay, hallo, komm zu mir. Sie winkt ihm zu. Oh, jetzt springt das Ding da in die Kühltruhe rein. Okay. Hier oben ist ein Eimer. Vielleicht kippt man den noch um. Mal schauen, bisher konnte ich noch nicht so viel machen. So, jetzt... Oh! Was fliegt denn da alles raus? Schön hier, Capri-Sonne ist es, oder? dann die Cola-Dose. Oder auch zwei. Was ist das? Was ist das lange da? Also unter den Stieleisen. Also das könnte... Ist das ein Wassereis vielleicht? Die sind doch immer in so Plastikverpackungen drin. Ich glaube, es könnte Wassereis sein. Im Grunde ist also fast alles Eis. Gut. ich lasse nochmal im Ganzen ablaufen, dass es nicht so abgehackt stattfindet. So, Achtung. Hui. Okay, und die Kiste hat sich hier vorne eingenistet. Dann... Moment. Muss er wieder irgendwas machen? Oh, der springt weg. Okay, hier kann ich nicht weiter. Dann gebe ich die mal ab und... Aber was hilft das? Nee, hier passiert nichts. Achso, ich habe es jetzt abgelegt und jetzt, wenn ich zurückspule, geht er ja auch wieder zurück in die Kiste und
wenn ich... Was ist denn da drin? Habe ich noch gar nicht gesehen. Da ist ein Sticker oder was? Eine Erdbeere, ein Stück Pizza und ein Omi. Das kenne ich nicht. Falls das was Bekanntes von damals ist, dann kenne ich das nicht. Auf jeden Fall springt jetzt die Box zurück. Also die Box zurück in die Box. Wird sich aber da oben an der Pflanze aufladen, hoffe ich mal. Ja? Ja. Okay, super. Dann kann es jetzt eigentlich auch gleich wieder vorwärts gehen. So. Und ich hole mir meine Laterne wieder ab. Tada. Interessant auch dieses Portal, was hier gerade zu sehen war, wo ich nicht weiterkomme, ne? So. Okay, dann mache ich das jetzt da rein. Box ist da oben. Oh, ich sehe gerade, an der Kühlbox selbst sind ja auch noch Sticker. Muss ich auch nochmal kurz sehen. Oh, ich komme gar nicht mehr zurück. Ja, weil die Brücke weg ist. Guck mal einer an. Das müsste man sich doch nochmal von vorne gucken. Schön, wie sich der Schlauch hier rumwindet. Und dieser Würfel begleitet mich die ganze Zeit hier. Ah, jetzt kommt das Wasser. Ach, weil der da drauf ist. Weil der drauf gesprungen ist, hat er ein bisschen Druck ausgeübt. Hui. Okay. Ja, also wenn zwischenzeitlich irgendwas im Hintergrund war, ich sehe es nicht, weil ich mich jetzt hier voll auf den Vordergrund konzentriere. Aber ich glaube, da ist nichts. So, jetzt kann ich wieder... War da unten zwischenzeitlich irgendwas? Mit Licht eigentlich nicht. Ich gebe mal die Laterne ab, denn zurzeit ist sie ja eh nicht benutzbar. Ah, jetzt wird das mit dem Eimer gemacht. Der wird jetzt gefüllt. Jetzt hüpft die Box. Hüpft sie vielleicht nochmal zur Blume? Ah ja, sie hüpft nochmal zur Blume, okay. Und jetzt würde ich sagen, kann ich das Ganze schon wieder zurück. Was kommt da eigentlich raus? Moment mal. Ach, der nimmt es wieder weg. Okay, alles klar. Dann. Aha. Dann muss ich so weit vor, bis der. Friend. Sollte mir die Namen mal merken. Friend. So wie Friend, ne? So wie Freund. Aber es schreibt sich im Übrigen anders. Habe ich noch gar nicht gesagt. Also nicht, dass ihr am Anfang gedacht habt, ich habe eine furchtbare englische Aussprache. Es schreibt sich F-R-E-N-D-T. Deshalb bin ich auf irgendwas Skandinavisches gekommen. So, der klöppelt jetzt die böse Pflanze zu. So dass ich das Ganze zurückspulen kann und mir das Licht abholen kann. So. Danke sehr. Jetzt geht's vorwärts. Ach, da oben ist so ein Super Soaker. So eine Wasserspritzkanone, ne? Die hatte ich tatsächlich nicht, zumindest nicht in der Form in der Kindheit. Aber ich kann mir vorstellen, dass man damit viel Spaß hat. Weil man da echt ordentlich aufladen kann und richtig viel Power hat. Also da passen ja durchaus, keine Ahnung, 1-2 Liter rein oder so. Wenn man die große Version erwischt hat. So, ich aktiviere. Vielleicht sind die Secrets auch, dass man irgendwas in einer bestimmten Reihenfolge macht oder so. So, die Kühlbox. Teil... 1 von 2 in dieser kleinen Welt, so nenne ich es mal. Oh, schön. Eine, ja, erstmal nur Wäschespinne, aber da hängen Wasserbomben dran, oder? So, da fließt auch das Wasser. Hier haben wir einen Wasserball hier unten und einen Wäschekorb, sag ich mal. Okay, das ist jetzt der Garten, wo Wäsche aufgehangen wird. So, ich lade mal auf. Wo springt diese Box hin? Ach ja, das kommt ja automatisch. Wo springt die Box hin? Jetzt zieht er mir das wieder weg hier, ne? Okay, das brachte nichts. Aber, was bringt was? Müsste es bei der Box irgendwie lassen? Kann ich ja nicht. Macht er irgendwas? Er macht auch nichts. Hm, ich fürchte, ich muss hier erstmal... Kann ich hier überhaupt weiterlaufen? Ohne das Licht. Also ich kann mir schon vorstellen, wie das jetzt komplexer wird. Ah, guck mal, Mr. Krabs hier unter mir. Schön. So, da haben wir den Pool, der im Garten aufgebaut wird. Pool, sage ich schon. Naja, so ein aufblasbarer halt. So, was kann ich hier machen? Also hier muss ich weiter. Hier deponiere ich mal die Laterne. Jetzt gehen wir mal den ganzen Weg hier zurück. Da wird mir doch die Box wohl irgendwie helfen. So, jetzt hat die da
Aber was hilft die mir schon? Jetzt hat die Laterne da oben. Oder hilft sie mir, wenn sie jetzt irgendwie vorwärts geht? Die hüpft da hinten rum. Aha. Die hat den umgangen. Sehr gut. Das ist doch erstaunlich, was sich da so ergibt mit ein bisschen hin und her drehen. Ist natürlich immer irgendwie ein Element dabei, was die Gemeinheit umgeht. Und vielleicht auch Sachen, die dann unabhängig von dieser Zeitmanipulation sind. So war es ja bei Braid auch. Das ist ja gerade das Schwierige daran. Also könnt ihr euch gerne mal Videos von angucken. Braid, es hat mich fertig gemacht. Ich habe das damals, ist schon ein paar Jährchen her, habe ich das mal getestet. Also privat getestet, da hatte ich noch lange nicht den YouTube-Kanal. Und boah, hat mich das fertig gemacht, echt. So. Eine Brücke gebaut. Sieht das hier oben schon dreht. Ich gebe mal... wohlwissend, hätte ich jetzt fast gesagt, aber noch weiß ich es ja nicht. Aber prophylaktisch, sage ich mal, gebe ich mal die Laterne schon mal ab. Der wird da was Gutes draus machen. Hoffentlich. Nicht so wirklich. Geh erstmal weiter. So, der hüpft hier immer rüber. Aber noch hat es mir nichts geholfen. Da müsste man vorher mal irgendwie was gemacht haben. Moment. So, hier geht es natürlich nicht weiter. Oh, sie springt sogar. Ja gut, bringt mir aber nichts. Da ist ja das Ziel. Ich gehe mal zurück. Wo gab es denn überhaupt hier was zu sammeln? Hier eigentlich, ne? Hier unten. Oder nicht? Hier, an der Stelle. Okay. Das heißt, einmal noch die behalten. Aufladen. So, zurückgehen. Reinlegen. Und jetzt hüpft die Box da überall in der Gegend rum und ich kann an den bösen Blumen hier vorbei. Hoffentlich. Da wird es fast gefährlich. Ah. Oh, 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 oh. Okay, hier hätte ich es abholen müssen. Nein! Jetzt ist es weg. Okay, nochmal neu. Da muss man natürlich die Gefahren kennen. So, einmal hier abholen. Dann da rein. Dann aufpassen, an welcher Stelle es gefährlich wird. Da wird es nicht gefährlich. Hier hole ich es mir nochmal ab. Also wir wechseln uns sozusagen ab. Jetzt habe ich den ungefährlichen Weg. Jetzt hüpft die Box darüber. Jetzt würde ich es mal wieder reinlegen. Wo sprang sie als nächstes rum? Darüber. Ja, genau. Jetzt muss ich nämlich an dem Bösen hier vorbei. Jetzt kann ich es mir wieder abholen. Schön, schön, schön. Okay. Dann hüpfe ich mal ins Ziel. Und aktiviere. Ja, also ist bisher alles natürlich noch gut machbar. Ja, der Pool mit Wasserball drin. Aber es wird bestimmt noch an der einen oder anderen Stelle recht fies. Ich hoffe, dass mir die Geschichte noch etwas deutlicher gezeigt wird. Man muss ja immer so ein bisschen sehen, worauf es hinausläuft. Also jetzt treffen sie sich im Garten. Sie bringt Eis mit. Und eigentlich ist es immer sinnvoll, vorzuspulen. Warum sollte ich zurückspulen? Da ist ja nichts weiter am Anfang. Also spule ich es vor, damit ich einfach die Story sehe. So, da hängen auch die Wasserbomben an der Wäschespinne. So, ja. Das wäre das eigentlich. Sie besucht ihn im Garten und es gibt Eis. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt vermutet, sie sind Nachbarn. Muss aber auch nicht sein. Kann ja einfach nur einer von beiden in die Stadt gezogen sein. Ja, gucke mal da. Und da sehen wir aber original was von damals. Ein dicker, fetter Röhrenmonitor, hätte ich fast gesagt. Fernseher natürlich. Da ist ein Jenga-Spiel. Da ist eine irgendwas Cola. Die Marke kann man nicht erkennen. Wäre ja sonst auch Schleichwerbung. Ein Kartenhaus und ja, ein schöner Lampenschirm an der Simpsons-Couch da. Ein bisschen klein für die Simpsons-Couch zugegeben. Ich sehe auch gerade im Hintergrund... Ach, das sind die anderen Inseln wahrscheinlich, ne? Da war jetzt aber noch nichts dabei, was ich hatte. Also hier rechts sehe ich was mit einer Säge. Da kommt dann vielleicht der... weiß ich nicht, die Garage oder irgendwie der Werkzeugschuppen oder sowas. Da hinten ist was mit einem Ventil.
Vielleicht irgendwas mit Wasser. Hinter dem Knubbel in der Mitte hier, da sieht man jetzt so ein Teleskop. Also das könnte der Hobbykeller sein oder der Dachboden, von dem aus man die Sterne beobachtet oder so. Und was mich gerade noch ein bisschen... Ah ja, okay. Ich habe mich gerade gewundert, was der kleine Knubbel da jetzt oben links soll. Aber das war die erste Welt sozusagen. Das kommt dann da wieder runter. Also das erste Sternbild. Zwei habe ich ja und das wäre jetzt das dritte. Ja, sehr schön. Mir macht es voll Spaß. Und es gibt noch keinen Grund, hier irgendwie frustriert zu sein. Im Gegenteil. Ich bin motiviert und begeistert. Und gucken wir mal, was da in der nächsten Folge so in dem Level jetzt hier kommt. Ich bin gespannt. Also bis dahin. Tschüss.